Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Für die, die es noch nicht wissen, wer ich bin, Golde Wissner, Pfarrerin in Wankheim und Jettenburg. Und ich freue mich, heute bei Ihnen, bei euch zu sein. Ich begrüße heute nicht, wie sonst mit dem Wochenspruch, sondern mit einem Vers aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Glaubst du das wirklich? So lautet die Predigtreihe, ja, dieses Mal. Und ich habe dieses Thema gewählt, der liebe Jesus als Richter. Ist das noch zeitgemäß? Mal sehen, was ihr, was Sie am Ende dieses Gottesdienstes sagen. Wir feiern diesen Gottesdienst auf jeden Fall. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und singen das erste Lied, Such, wer da will, ein ander Ziel, die Nummer 346 im Gesangbuch. Wenn Gott zum Gericht kommt, da kann es einem vielleicht mulmig werden, aber es kann auch ganz anders sein. Wir beten Psalm 98, Sie finden ihn unter der Nummer 739 und in diesem Psalm jubelt die ganze Schöpfung, weil Gott kommt, um die Welt zu richten.
Wenn Sie ihn aufgeschlagen haben, bitte ich Sie aufzustehen. Ich spreche die vorgerückten Verse und die Gemeinde die eingerückten Verse. Singt dem Herrn ein neues Lied. Er schafft Heil mit seiner Rechten. Der Herr lässt sein Heil kund werden. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Jauchzet dem Herrn alle Welt. Lobet den Herrn mit Harfen. Mit Trompeten und Posaunen. Das Meer brause und was darinnen ist. Die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit. Wir beten weiter. Gott, du kennst mich, du weißt, was ich in mir trage, das Leichte und das Schwere, meine Freude und meine Sorgen, meine Stärke und meine Wunden, meine Erfolge und meine Schuld. Gott, du kennst mich. Du weißt, was ich in mir trage, das macht mich zu dem Mensch, der ich bin. Hilf mir jetzt, mich neu zu öffnen für deine verwandelnde Botschaft, für das, was du mir heute mitteilen willst. In der Stille bringen wir vor dich, was uns jetzt bewegt. Wenn ich zu dir rufe, hörst du mich, du gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Liebe Gemeinde, als Schriftlesung hören wir heute zwei Texte aus dem Buch der Offenbarung. Lese den ersten Text aus Offenbarung 20, die Verse 11 bis 15. Und ich sah einen großen, weißen Thron, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod
und die Hölle gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Direkt im Anschluss, Kapitel 21, Verse 1 bis 5, das neue Jerusalem. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Gott hat das erste Wort. Wir singen vom Lied 199 die Verse 1 bis 4. Liebe Gemeinde, vielleicht haben Sie in der letzten Woche davon gehört, die Doomsday Clock, die Weltuntergangsuhr, steht seit Dienstag letzter Woche auf 11.58 Uhr und 30 Sekunden, also 90 Sekunden vor 12. Zeit Online schreibt dazu: Nie zuvor haben Wissenschaftler die Menschheit so kurz vor dem Abgrund gesehen. Natürlich ist das eine symbolische Uhr, sonst müsste ich mich jetzt ziemlich mit der Predigt beeilen. Hier ist ein Bild vom letzten Jahr abgebildet. Da waren es noch ein bisschen mehr, da waren es noch 100 Sekunden bis zum Weltuntergang. Eine Gruppe von Wissenschaftlern entscheidet über die Geschwindigkeit dieses Sekundenzeigers, und es gab auch schon Jahre, in denen er sich gar nicht bewegt hat. Oder auch Jahre, in denen die Zeit sogar zurückgedreht wurde. Jetzt aber, aufgrund der Gefahr einer nuklearen Eskalation und auch durch die Klimakrise, also
nur noch anderthalb Minuten auf der Uhr des jüngsten Gerichts, so wird sie auch genannt. Das Ende ist nah, aber was kommt dann? Apokalyptische Vorstellungen, die können Angst machen, zugleich manche Menschen auch faszinieren. Einer Weltuntergangsstimmung begegnet man heute nicht nur in Filmen, sondern zum Beispiel auch bei der letzten Generation, die sich an der Straße festklebt als Protestaktion. Andere horten Konservendosen im Keller, weil sie glauben, der Untergang ist nah. Wenn man selbst von Vergänglichkeit betroffen ist oder gar um einen geliebten Menschen trauert, dann stellt sich diese Frage nochmal ganz anders. Was kommt am Ende? Wie wird das sein am Ende aller Tage, am Ende aller meiner Tage? Schon immer haben sich Menschen das gefragt und hatten auch so ihre Vorstellungen dazu. Ich möchte Sie und euch gerne mitnehmen auf eine kleine Zeitreise ins alte Ägypten. Es wird ein bisschen unheimlich, denn es geht um das Totengericht, so wie die alten Ägypter es sich vorstellen. Ein Mann ist gestorben. Der Gott Anubis führt ihn in die riesige Halle der Wahrheit. 42 Dämonen warten schon auf ihn, stürzen sich auf ihn und stellen ihn mit Fragen auf die Probe. Kennt er zum Beispiel ihre Namen nicht, dann hat er gleich verloren. Gut, dass seine Angehörigen ihm ein Buch mit ins Grab gegeben haben, auf dem die Namen oder in dem die Namen der Dämonen stehen und auch noch ein paar andere Zaubersprüche. Am Ende der Halle stehen die Götter Osiris und die Göttin der Gerechtigkeit Maat und ihr Mann Tod vor einer großen Waage. In einer Waagschale liegt die Feder der Göttin Maat und in die andere Waagschale, jetzt wird es ein bisschen gruselig, wird das Herz des Verstorbenen gelegt. Nun wird es sich endgültig entscheiden. Wenn das Herz durch die Sünden zu schwer ist, dann wartet unten rechts schon ein gieriges Ungeheuer mit einem Krokodilschädel darauf, den Verstorbenen zu verschlingen. Nur wenn das Herz leicht genug ist, kann er in die Sphäre der Götter aufsteigen. Ja, warum erzähle ich so etwas Schauerliches in einer christlichen Predigt, fragen Sie sich jetzt vielleicht. Weil ich damit zeigen möchte, dass es auch in vielen anderen Religionen Vorstellungen von so einem Endgericht gibt. Damals in der Antike bis heute. Ganz grob kann man, wenn man es versucht zusammenzufassen, sagen, das Endgericht ist in all diesen Religionen notwendig, um zu prüfen, ob die oder der Verstorbene es verdient hat, im Jenseits weiter zu existieren. Auch wir beten im Glaubensbekenntnis, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, und dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Glaubst du das wirklich? Als wir Pfarrerinnen und Pfarrer vor ein paar Monaten zusammensaßen und über die neue Predigtreihe nachgedacht haben, hat jemand in der Runde vorgeschlagen, lasst uns doch mal über die schwierigeren Fragen predigen, die vielleicht ein bisschen unbequem sind, aber die zentralen Glaubensthemen eigentlich. Die Sachen, wo uns vielleicht auch schon mal jemand gefragt hat, glauben Sie das wirklich? Viele Ideen kamen da gleich in der Runde auf. Sie haben ja jetzt auch schon wahrscheinlich ein paar der Predigten gehört. Jungfrauengeburt, Auferstehung, ist Gott wirklich allmächtig? Hat er die Welt in 7 Tagen erschaffen? Und ich war auch gleich Feuer und Flamme und habe eben dieses Thema ausgewählt. Jesus als Richter. In jedem Glaubensbekenntnis, wie gesagt, dass wir sprechen, kommt es vor.
Es gehört also definitiv zum Zentrum unseres Glaubens. Aber viele können damit trotzdem nicht so viel anfangen. Dass der liebe Jesus am Ende als strenger Richter auf einem Thron sitzt, wie passt das zusammen? Dass er urteilt, wer darf ins Himmelreich und wer nicht, wer kommt in den Feuersee, von dem wir da in der Schriftlesung gehört haben, wer ist ins Buch des Lebens geschrieben. Für viele passt das zumindest heute nicht mehr so ganz in ihr Jesusbild. Ja, als ich dann so am Schreibtisch saß, dachte ich dann, oh je, vielleicht war das doch ein bisschen ein großes Thema. War das jetzt die richtige Entscheidung? Aber die Plakate waren schon gedruckt, also musste ich mich dem Thema auch stellen. Warum ich das Thema gewählt habe, das hängt mit einer Konfirmandengruppe zusammen. Beim Thema Glaubensbekenntnis hatte ich die einzelnen Verse ganz groß ausgedruckt und auf dem Boden im Gemeindehaus ausgelegt. Und die Konfis sollten das erstmal in die richtige Reihenfolge bringen, aber sie sollen es ja nicht nur auswendig lernen, sondern auch learning by heart, etwas damit anfangen. Und deswegen habe ich sie dann gefragt, was findet ihr gut? Da könnt ihr gelbe Klebepunkte hinmachen, gut oder wichtig. Wo habe ich Fragen, was verstehe ich nicht? Und interessanterweise war eben bei diesem Satz waren am meisten rote und gelbe Punkte. Also ein Thema, das wichtig ist, aber auch zugleich schwer zu verstehen. Und einer der Konfirmanden sagte dann im Gespräch, ich finde es wichtig, dass Gott für Gerechtigkeit sorgt, dass es ihm nicht egal ist, was wir Menschen uns antun. Darstellungen vom jüngsten Gericht, die kennt man ja besonders aus dem Mittelalter, auf Gemälden oder über Kirchenportalen. Besonders berühmt ist das jüngste Gericht in der Sixtinischen Kapelle in Rom, riesig groß gemalt über die ganze Wand der Altarseite. Jesus schwebt im Zentrum, von einem wunderbaren Licht umgeben. Alles um ihn herum ein Gewühl, alles in Bewegung. Rechts unten, da öffnet sich die Dunkelheit und einige Engel sorgen energisch dafür, dass bestimmte Menschen in diese Richtung verschwinden. Links hingegen werden Menschenkörper von Engeln hochgehoben und Richtung Himmel getragen. Maria ist die einzige, die Jesus ganz nahe kommt. Sie kniet zu seinen Füßen und wendet sich so vom Getümmel ab. Oft ist sie ja als Bittstellerin für die Menschen beim jüngsten Gericht dargestellt. Hier scheint sie mir eher so ein bisschen überfordert zu sein von dem ganzen Tumult, als würde sie Zuflucht bei ihrem Sohn suchen. Das ist menschlich und verständlich. Mir gefällt an dem Bild auch, dass Jesus selbst auch nicht unbeteiligt wirkt. Wie auf anderen Darstellungen vom jüngsten Gericht, da thront er manchmal so ganz über allem und schaut ja mit versteinerter Miene herab. Hier ist er auch in Bewegung, die rechte Hand erhoben, die Stirn leicht gerunzelt, der Blick geht Richtung Hölle. Aber auch wenn einem das Bild vielleicht an der einen oder anderen Stelle gefällt, sind diese Darstellungen heute nicht veraltet? Manche Kritiker sagen sogar, das ist doch eh alles nur Panikmache, damit die Menschen sich hier im Diesseits halt schön brav verhalten, machen, was die Kirche sagt. Ja, wie passt das zusammen, Jesus als Retter und Jesus als Richter? Vielleicht sollten wir das Glaubensbekenntnis einfach ändern in von dort wird er kommen, um alle lieb zu haben. Glaube, der Konfirmand, der gesagt hat, ich finde es wichtig, dass Gott für Gerechtigkeit sorgt, der würde jetzt widersprechen. Auch im Neuen Testament gibt es Ankündigungen von diesem göttlichen Gericht, vom Ende der Zeit.
Je nachdem, wer da geschrieben hat, wird dieses Gericht apokalyptisch ausgemalt oder es geht mehr um die Moral, um die guten und schlechten Taten. Auf jeden Fall kommt der Weltenrichter nicht so als lieber Onkel daher. Es wird kein Spaziergang. Gerne denken wir Menschen ja so in Schwarz und Weiß, sind kurzsichtig, besonders wenn es dann um die eigenen Fehler geht. Ich glaube nicht, dass man Menschen so klar in Schwarz und Weiß einteilen kann. Altägyptisch gesprochen, ich glaube, dass diese Waage am Ende immer zu schwer ausfallen wird, wenn man das menschliche Herz wiegt, weil eben keine und keiner perfekt ist, weil man Gott nichts vormachen kann, auch mit keinen Zaubersprüchen. Alle kennen ja die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin, die das so verdeutlicht. Eine große Menschenansammlung umkreist die beiden. Aufgehetzt mit Steinen in der Hand steht die Meute da, bereit, die Sünderin zu steinigen. Jesus bleibt ganz ruhig und er sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Achtung, jetzt kommt der Witz, der nicht in der Bibel steht. Ein katholischer Witz, mal schauen, ob Sie es verstehen. Alle schauen betroffen zu Boden, da ein einzelner Stein fliegt durch die Luft und trifft die Frau am Fuß. Autsch. Jesus schaut genervt auf und sagt, Mutter, muss das sein? Ich glaube, dass Jesus kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Das heißt eben alle, die schon gestorben sind und alle, die dann noch am Leben sind. Ich glaube, dass es das Endgericht geben muss, dem niemand entkommen kann. Und ich glaube auch, dass es anders sein wird, als es sich die alten Ägypter vorgestellt haben und vermutlich auch anders, als es sich Michelangelo vorgestellt hat, als er dieses Bild gemalt hat. Wie genau? Wir werden es sehen. Aber damit eben wahr werden kann, was in der Offenbarung geschrieben steht, dass er wirklich sagen kann, siehe, ich mache alles neu, damit sich am Ende alle Knie beugen werden, so wie es im Philipperbrief steht, auch gerade die Knie derer, die hier anderen das Leben schwer machen, auch die der Gewaltherrscher und Zerstörer. Damit das alles geschehen kann, muss auch alles vor Gott kommen. Und auch ganz wichtig, nicht nur im Blick auf die Täter, auch im Blick auf alle Opfer von Gewalt und Ungerechtigkeit, muss es das Gericht geben. Ein Gott, der für Gerechtigkeit sorgt, dem es nicht egal ist, was wir uns hier antun. Wenn wir uns das menschgemachte Elend dieser Welt anschauen, was wäre das denn für ein Gott, der einfach sagt, ach, Schwamm drüber, alles halb so wild. Ohne Gericht kann es keine Erlösung und keine Erneuerung geben. Alleine schaffen wir es aber nicht, schafft es keine und keiner, vor Gott zu bestehen. Darum kommt Christus, der zugleich Richter als auch Anwalt ist. Der Weltmeister, dieses Poster hängt in meinem Arbeitszimmer, ja, denn das ist ja das Besondere bei uns, was keine andere Religion hat, diesen Christus, der als Sohn Gottes kommt und durch seinen Tod nochmal etwas ganz Neues in die Waagschale legt. Er verändert alles. Christus als Weltmeister, der den Tod überwunden hat und zur Rechten seines Vaters sitzt. Und dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wer das wirklich von Herzen mitsprechen kann, der kann daraus Trost schöpfen. Vielleicht manchmal sogar jubeln, wie in unserem Psalm.
Denn auch wenn man dieses Gericht natürlich nicht auf die leichte Schulter nehmen kann, ist es doch durch Christus gewiss, wie es ausgehen wird, dass es danach diesen Neuanfang geben wird. Darum Richter und Retter zugleich. Hier mitten in diesem Leben, da haben wir manchmal das Gefühl, am Abgrund zu stehen, hören, wie die Weltuntergangsuhr tickt, wird die Ohnmacht groß, die Angst. Dann tut es gut, diese Gewissheit zu haben. Er wird kommen und alles zurechtbringen, jede und jeden neu aufrichten. Und dann beginnt auch schon etwas von dieser Erneuerung jetzt. Schon hier und jetzt dürfen wir hoffen und immer wieder darum bitten, dass der Richter und Retter unsere Kurzsicht in Weitsicht verwandelt, dass er sich über uns erbarmt und einen Neuanfang schenkt. Amen. Wir singen das Lied Meine engen Grenzen Nummer 589 im Gesangbuch. Wir beten miteinander und füreinander und stehen dazu auf. Zwischen den Bitten stimmen wir nach den Worten, Herr, erbarme dich ein in den Ruf und wiederholen die Worte, Herr, erbarme dich. Gerechter Gott, wir haben gehört, dass du in Jesus Christus kommen wirst, um das Erdreich zu richten. Wir bringen vor dich unsere Sorge und unseren Kummer angesichts von so viel Leid auf dieser Erde. Krieg, Gewalt und Ungerechtigkeit an so vielen Orten. Wir bitten für die, die darunter leiden müssen. Gib ihnen Trost und neue Perspektiven. Bring die, die Unrecht und Zerstörung verantworten, zur Vernunft. Herr, erbarme dich. Gerechter Gott, wir haben gehört, dass du in Jesus Christus kommen wirst,
um das Erdreich zu richten. Wir bringen vor dich auch unsere Schuld, Situationen, in denen wir ungerecht waren und andere verletzt haben, bewusst oder unbewusst. Schenk uns schon jetzt einen Neuanfang. Hilf uns dabei, um Vergebung zu bitten und dabei zu vergeben. Hilf, damit wir zukünftig noch bessere Wege finden, gut mit unseren Mitmenschen und mit deiner Schöpfung umzugehen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Golde Wissner, herzlichen Dank, dass du heute im Rahmen der Predigtreihe bei uns Gottesdienst gehalten hast. Herzlichen Dank auch an Christine Rilling an der Orgel für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes. Und ebenfalls ein herzliches Dankeschön an das Technikteam, das es wieder ermöglicht hat, dass der Gottesdienst ins Internet übertragen werden konnte. Danken möchte ich Ihnen allen für das Opfer vom vergangenen Sonntag in Höhe von 172,50 Euro. Das für die allgemeinen Aufgaben unserer eigenen Gemeinde bestimmt war. Auch ihr heutiges Opfer erbitten wir für die Aufgaben in unserer eigenen Gemeinde. Alle regelmäßigen Gruppen und Kreise entnehmen Sie bitte dem Gemeindeboden. Am kommenden Freitag ist um 20 Uhr Frauentreff im evangelischen Gemeindehaus mit dem Thema Ein Lebensbild der Dorothea Erxleben, die erste promovierte Ärztin. Am kommenden Samstag findet von ca. 9 bis 14 Uhr im evangelischen Gemeindehaus der Konfitag statt. Und am kommenden Sonntag feiern wir wieder um 10 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Susanne Fleischer und den Konfirmandinnen und Konfirmanden. Im Anschluss an den Gottesdienst findet ein Kirchenkaffee statt und außerdem lädt der Posaunenchor zum Sammelständchen ein. Das war jetzt in den letzten Jahren immer wieder so, dass der Posaunenchor keine Ständchen, Geburtstagsständchen mehr gespielt hat. Erstens wegen Corona und zweitens, weil sie zu wenig Leute sind. Und jetzt ist es praktisch schon Tradition, dass der Posaunenchor zum Sammelständchen einlädt. Alle, die in den letzten Wochen, Monaten Geburtstag hatten, sind da herzlich eingeladen, werden aber auch persönlich mit einem Brief eingeladen dazu. Dann sind sie nächsten Sonntag ab 12 Uhr ganz herzlich zum Gemeindemittagessen im evangelischen Gemeindehaus eingeladen. Es gibt verschiedene Nudeln mit dreierlei Soßen, Salate und Nachtisch. Herzliche Einladung dazu. Die Kleidersammlung findet am Samstag, 18.02. von 9 bis 14 Uhr statt, und zwar bei Familie Diebold, also Jakob Diebold, nicht bei uns, in der Hödlerlinstraße 1, Ecke Gartenstraße. Flyer und Plastiksäcke liegen am Schriftenständer oder auch im Gemeindehaus aus. Und nun möchte ich Sie bitten, sich zur Fürbitte zu erheben. Aus unserer Gemeinde sind verstorben Herr Reinhard Rackhautz im Alter von 71 Jahren. Der Termin zur Beerdigung ist noch nicht bekannt. Und Frau Else Epple, geborene Heumesser im Alter von 72 Jahren. Die Beerdigung findet am Mittwoch, 8. Februar um 14 Uhr auf dem Friedhof in Kusterdingen statt.
Wir nehmen Anteil an der Trauer der Angehörigen und befehlen die Verstorbenen und uns alle der Gnade Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus an. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Amen. Wir bitten im Stehen um Gottes Segen und singen: Verleihe uns Frieden gnädiglich. Und so geht in diesen Tag und in die Zeit, die vor euch liegt, unter dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Musik.